Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich möchte mit euch heute basteln. Und zwar habe ich eben im Internet so ein paar Bastel-Online-Shops durchforstet und da habe ich was ganz Cooles gesehen, was man sich bestellen kann. Da habe ich mir gedacht, das geht auch ganz einfach leicht selber zu machen. Und zwar geht es eigentlich darum, so eine Box zu verschönern. In dem Online-Shop konnte man die Box kaufen und ich habe mir gedacht, ja, jeder Drogeriemarkt, überall bekommt man diese Taschentücherboxen, sage ich mal. Meine ist natürlich jetzt offen. Ihr müsst euch vorstellen, dass eure jetzt zu wäre. Und diese verschönert man einfach. Und wie verschönert man die? Im Moment ist es ja total der Trend, dieses Ausmalen. Ausmalen von Washi-Tape oder Ausmalen von Stickern oder Ausmalen von Erwachsenenmalbüchern. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine Geschenkidee für die beste Freundin zum Beispiel. Und ja, was benötigt ihr dafür? Ihr braucht erstmal die Box, die ihr gestaltet. Da diese hier sehr bunt ist und das Washi-Tape sehr durchsichtig, würde man die Motive sehen. Von daher habe ich mich dazu entschlossen, weißes Papier zu nehmen. In diesem Fall habe ich Cardstock genommen und den habe ich mir auch schon zurechtgeschnitten. Ich habe hier ganz viele kleine Teilchen und zwar werde ich die dann einmal hier rundherum kleben und einmal hier und einmal da und einmal da und einmal da. Also ihr messt euch das ab, dann habt ihr diese Stückchen. So, da kann der schon mal weg. Danach habe ich mir gedacht, ja, wie gestalte ich das Ganze? Wenn es für die beste Freundin ist, habe ich mir so, ja, nehme ich mal ihren Namen. Und ich habe mir jetzt den Namen einfach mal Lea herausgesucht. So, das habe ich mir aus diesem Papier schon ausgeschnitten. Und zwar hier mit meinem Punchboard. Ich habe euch das mal vorgestellt. Ich kann euch das oben in der Ecke verlinken. Und zwar kann man sich da ganz tolle Buchstaben machen in dieser Größe. Und dann habe ich noch ein großes Punchboard, da kann man sich große Buchstaben machen. Die hätten aber auf meine Box hier nicht gepasst. Ihr könnt auch die Box total anders gestalten. Also, ne, seid da einfach wieder ein bisschen kreativ. Also ich habe meine Lea hier mit diesem Punchboard ausgeschnitten, aus diesem Papier. Und ich habe das Papier gewählt. Ich wollte einfach so einen Kontrast haben, einen schönen. Ich könnte jetzt noch Blümchen machen und Schnickschnack und so weiter, aber ich will das jetzt hier nicht übertreiben. So, dann braucht ihr natürlich das Washi-Tape. Wenn ihr das so machen möchtet, wie ich es mir gedacht habe, zum Ausmalen, dann dieses. Das gibt es derzeit im Action zum Ausmalen. Das gibt es auch im Teddy und das gibt es auch in diversen anderen Online-Shops. Und dann habe ich mir noch schwarzes Washi-Tape hingelegt. Einfach, wenn ich jetzt hier die Papiere kleben möchte. Da Ecke an Ecke, damit ich die Ecken damit schön zumachen kann. Und dann habe ich einmal doppelseitiges Klebeband und einmal etwas erhöhtes Foam Tape. Und damit möchte ich die Buchstaben machen. Und das war es eigentlich auch schon. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt gemeinsam mal an. Und ich klebe jetzt mit dem doppelseitigen Klebeband als allererstes meine Box hier schön komplett weiß zu. So, wenn die Kiste fertig ist, sieht ja schon mal richtig gut aus, nehmen wir das kleine schwarze Washi-Tape und kleben jetzt komplett einmal rundherum die ganzen Ecken zusammen. Einfach, damit man so einen schönen Abschluss hat und das andere Washi-Tape dann darüber geklebt werden kann. Also ihr nehmt das einfach
nehmt das jetzt hier entlang runter. Schneidet euch das ab am besten, damit es gerade Kanten gibt. So, dann hier rein und einmal rum. Das macht ihr jetzt auch einmal komplett rundherum. So, einmal rundherum auf allen Seiten. Und jetzt kann es losgehen. Und zwar gestalten wir jetzt mit dem eigentlichen Washi-Tape. Ich hoffe, dass das für die Box reicht. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Meter hier drauf sind. Ja, ich habe insgesamt 5 verschiedene Motive. Man könnte sich jetzt entscheiden, zum Beispiel auf dieser Seite dieses Motiv, auf dieser Seite das und so weiter. Oder man macht komplett. Ich versuche das jetzt komplett zu machen. Und jetzt macht ihr dasselbe, wie eigentlich eben auch. Ihr nehmt das und klebt das komplett drauf. Ich würde das jetzt hier nicht bündig machen, weil es sonst die Gefahr besteht, dass das nach oben rollert. Also dann so drauf kleben, dass das hier umgeknickt werden kann. Und hier unten mache ich so, dass so der kleine schwarze Rand so ein bisschen rausguckt. Sieht das nicht genial aus? Also ich würde das jetzt noch nicht mal anmalen wollen, einfach weil es so stylisch aussieht. Finde ich mega. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, sowas mit Washi-Tape zu bekleben. Und das sieht ja wirklich mal richtig gut aus, ne? So, jetzt geht's ans Gestalten. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, macht ihr hier oben das leer hin? Ich denke mal, nicht jeder hat dieses Mini-Punchboard. Das heißt, ihr nehmt euch vielleicht Buchstaben, die kleiner sind. Dann könnt ihr das hier gestalten, ne? Ich könnte das jetzt hier so hinmachen, dass man das sieht. Ich möchte es jetzt aber hier auf die Vorderseite machen. Habe ich denn noch irgendwas zum Dekorieren? Bestimmt. Aber ich glaube, das bleibt heute ganz einfach. Das mache ich hier so ein bisschen schräg. Und damit das nicht so draufgeklatscht aussieht, nehme ich jetzt dieses doppelseitige Klebeband. Doppelseitig ist es, ja, aber auch erhöht. Jetzt gucke ich mal, ob die Größe hinpasst. Sieht aber nicht so aus. Jetzt schneide ich mir da hier so ein Stück ab. Jetzt halbiere ich das. So. Und jetzt klebe ich mir ein Stück hier hin. Und ein kleines Stück da vorne hin. Und sie ist fertig, meine Taschentücherbox, Kosmetiktücherbox, was auch immer. Also ich finde das mal richtig genial. Ich glaube, ich mache mir das Lea jetzt ab und stelle die mir dann so in mein Badezimmer oder hier ins Büro wieder. Das ist toll, das ist echt toll. Finde ich cool, finde ich echt eine coole Idee. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich nicht schon mal so eine ähnliche Idee mit Back to School? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Video für dieses Jahr. Das Washi-Tape ist einfach top und da kann man echt
sich tolle Sachen kreieren. Finde ich einfach cool. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Die Produkte, wie immer, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Gerne könnt ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen, wenn euch das gefallen hat, die Idee gefallen hat. Und natürlich könnt ihr mich auch mit Hashtag 9999 Dinge auf Instagram, auf Facebook und so weiter verlinken, weil dann sehe ich eure Bilder, wenn ihr das vielleicht nachgemacht habt. So, meine Guten, ich verabschiede mich heute. Wünsche euch viel Spaß beim Kreativsein und dann hoffe ich bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Katrin.